Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen zum neuen Video, die einfachen Ableitungsregeln. Ihr wundert euch vielleicht, hier ist schon eine Aufgabe direkt vorgerechnet. Das liegt daran, weil das eine Aufgabe vom alten Video. Ja, und zwar, uns geht es ganz konkret um die B vom letzten Mal. Da hieß es, man soll näherungsweise den Wert der Ableitungsfunktion bestimmen. Das haben wir auch gemacht mit 2,7. Heute soll es darum gehen, wie kann man den Wert der Ableitungsfunktion exakt berechnen? Und dafür zunächst mal ein paar Regeln. Okay, wir starten mit der Potenzregel. Die sagt folgendes: Wenn wir eine x-Potenz haben, hier mit Hochzahl r, dann leiten wir die folgendermaßen ab. Wir holen das r als Faktor nach vorne und reduzieren die Hochzahl um 1. Wir schauen uns das Ganze mal direkt als Beispiel an. Mit f von x gleich x hoch 5, wenn wir da entsprechend die Ableitungsfunktion bestimmen wollen, dann holen wir die 5 als Faktor nach vorne, 5 mal, schreiben das x einfach ab und reduzieren die Hochzahl um 1, also hoch 4. Weiter geht es mit der Faktorregel. Bei der Faktorregel geht es darum, dass vor der Funktion hier ein konstanter Faktor steht, hier c. Wichtig ist wirklich konstant, also einfach irgendeine Zahl. Diese Zahl bleibt beim Ableiten einfach erhalten. Machen wir mal direkt ein Beispiel. F von x ist 3 mal x². Das heißt, dann ist die Ableitung f' von x. Die 3 als konstanter Faktor bleibt einfach erhalten. Und ich kümmere mich darum, dass ich x² nur ableite. Das ist nach der Potenzregel 2 mal x hoch 1. Das hoch 1 kann ich auch weglassen, denn x hoch 1 ist dasselbe wie x. Das heißt, das Ergebnis habe ich 6x. Okay, dann kommen wir noch zur Summenregel. Die besagt, dass wenn eine Funktion zusammengesetzt ist aus zwei Teilfunktionen, die quasi addiert oder auch subtrahiert werden, dann macht man die Ableitung einfach, indem man beide Funktionen einzeln ableitet. Schauen wir uns auch gleich wieder ein Beispiel drüben an. Wir haben f von x gleich x hoch 5 plus 3x². Das wären einfach 5x hoch 4. Das funktioniert genauso wie oben bei der Potenzregel. Und hier drüben sehen wir schon, das ist das Beispiel von gerade eben. Das heißt, wir können einfach die Ableitung von gerade eben hinten hinschreiben, nämlich 6x. So, das wären die drei wichtigsten Regeln. Jetzt kommen wir zu ein paar Aufgaben und, naja, noch so zwei oder drei kleinen Spitzfindigkeiten. Okay, bevor wir zu neuen Aufgaben kommen, erstmal zurück zu unserer Aufgabe vom letzten Video. Wir hatten ja immer noch das Problem mit dem Näherungswert hier. Das muss jetzt kein Näherungswert bleiben, denn wir können jetzt die Ableitungsfunktion bilden. Das machen wir direkt mal schnell. F' von x. Wir haben hier oben x hoch 3 plus 1. X hoch 3 nach der Potenzregel, naja, ganz einfach 3x². Was passiert jetzt mit der plus 1? Na gut, die plus 1, erstmal ganz schnell gesagt, die fällt beim Ableiten einfach komplett weg. Die ist 0. Ja, einfach weg. Die Frage ist jetzt aber ein bisschen, warum? Wäre doch ganz schön zu wissen. Und zwar kann man sich vorstellen, nach dem plus 1, wir können es jetzt einfach mal hinschreiben, steht noch einmal x hoch 0. Wir wissen ja, alles hoch 0 ist was? 1. Also sprich, ändert es nichts. Ah, und wenn ich jetzt die Potenzregel anwende, nämlich die 0 nach vorne hole, habe ich 0 mal 1 mal, dann ist es völlig egal, was das x hoch ist, weil es steht 0 davor und deswegen fällt es weg. Sodass die Ableitung von x hoch 3 plus 1 nichts anderes ist als 3x². Ja, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir müssen für das x ja noch 1 einsetzen. Richtig, machen wir f' von 1. Wichtig, sobald man den Wert einsetzt, schreibt man da auch nicht mehr x, sondern den Wert, den man eingesetzt hat, setzen wir hier rein. 3 mal 1 im Quadrat, naja, das gibt einfach 3. Und wenn wir das mal vergleichen mit unserem Wert von hier oben, dann sehen wir, naja, mit unserer Tangente und der Näherung waren wir schon ganz gut dran, aber eben auch nicht exakt. So. Zu den neuen Aufgaben. Es soll, oh Überraschung, jedes Mal die Ableitung bestimmt werden. Zunächst mal von f von x gleich 3 durch 2x. Da ist jetzt ein bisschen was anders als bisher. Ja, denn wir haben einen Bruch und das x ist im Nenner. Und im Nenner ist jetzt auch noch nicht nur das x, sondern auch 2x. Also wir müssen die 2 und das x erstmal trennen, denn die 2 gehört eigentlich gar nicht so richtig zum x dazu. Das geht ja auch ganz leicht. Wir schreiben einfach 3 halbe. Und dann mal noch den Rest, der übrig bleibt. Das ist 1 oben und unten nur noch das x. Okay,
Das hier wäre jetzt ein Vorfaktor, das heißt, wir müssen eigentlich nur das hintere ableiten, aber da ist immer noch ein bisschen was anderes, und zwar das x steht jetzt unten. Ja, genau, aber das ist kein Problem. Immer wenn oben im Zähler 1 steht und unten nur ein x, kann man das umschreiben als mal x hoch minus 1. Okay, bis dahin soweit klar. Bitte passt auf, das hier ist immer noch die eigentliche Funktion, noch nicht die Ableitung. Wir sehen ganz oft, dass da jemand die Ableitung hinschreibt. Ich glaube, jetzt bekommt ihr das Ganze selber hin und auch gleich noch die B. Und die Lösung für beide Aufgaben, nachdem ihr es probiert habt, gibt es in 3, 2, 1. Okay, ich glaube, die Lösungen brauchen nicht viel Erklärung. Nur eine Sache dazu. Natürlich, wenn man minus 1 um 1 verringert, dann kommt da minus 2 raus. Natürlich. Gut. Ich glaube, die Lösung von der B müssen wir an der Stelle nicht genauer erläutern. Wenn nicht, pausiert mal und guckt es euch in Ruhe an. Okay, kommen wir zur C und der D. Da sind wieder Spitzfindigkeiten drin. Erstmal die C. Genau, das steht 4 mal Wurzel x. Und Wurzel x wissen wir auch noch nicht, wie man ableitet. Aber die Wurzel x kann man umschreiben. Das weißt du, oder? Ja, und zwar die Wurzel x ist das gleiche wie x hoch 1/2. Das heißt, aus der Funktion hier wird f von x gleich 4 mal, der Faktor bleibt wieder stehen, x hoch 1/2. Perfekt, genau. Das kriegt ihr hin. Aber bevor ihr loslegen dürft, gucken wir uns noch kurz die B an. Was machen wir denn da? Genau, bei der D, da haben wir auch wieder einen Bruch. Im Nenner steht x Quadrat und wir haben im Zähler nicht nur eine Zahl, sondern mehrere Summanden hier. Man kann hier jeden einzelnen Summanden durch x Quadrat teilen. Und das machen wir auch. Also x hoch 4 durch x Quadrat. Gibt. X hoch 4 durch x Quadrat, das heißt, ich muss die Potenzen, den Exponenten oben abziehen. 4 minus 2 gibt 2, haben wir x Quadrat stehen vorne. Okay, genau. Den zweiten, x hoch 3 geteilt durch x Quadrat hoch 3 hoch 2, 3 minus 2 ist 1, also bleibt da noch übrig minus 2x. Genau, und beim letzten, ja gut, das bleibt einfach stehen, also plus 1 durch x Quadrat. Beim letzten Summanden ist ein Bruch wieder übrig geblieben, aber den könnt ihr genauso umschreiben wie den hier oben. Ich denke, das kriegt ihr selber hin. Also, die Lösung von der kompletten Ableitung von C und von D gibt es in 3, 2, 1. Gut, ich denke, zu C und D brauchen wir eigentlich gar nichts groß sagen, oder? Eine Kleinigkeit vielleicht hier bei der D musste man noch einmal umschreiben, dass das hier nach oben kommt mit dem negativen Exponenten. Da bitte dran denken, das gehört immer noch zu f von x und nicht zur Ableitung. Gut, um die E lösen zu können, da brauchen wir zwei kleine zusätzliche Ableitungsregeln, weil jetzt Sinus und Cosinus ins Spiel kommen. Und zwar die Ableitungsregeln für die trigonometrischen Funktionen. Aus Sinus x wird Cosinus x beim Ableiten. Und aus Cosinus x wird minus Sinus x. Gut, und ich denke, damit dürfte die E eigentlich kein Problem mehr sein. Macht sie mal und die Lösung gibt es dann in 3, 2, 1. So, ich denke, das war relativ klar. Vor allem die einzige Schwierigkeit war das Minus, das sozusagen hier reinkommt beim Ableiten von Cosinus. Aber dann wird eben aus dem Plus hier oben ein Minus hier unten. Genau, das muss man beachten. Und jetzt haben wir alle 5 Aufgaben gelöst. Und das war's auch für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch 2 kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert. Dann würden wir euch empfehlen, macht das. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.